Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniroll B und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. In der letzten Folge haben wir Claw City erkundet, haben ein bisschen über die Geschichte von Gala herausgefunden mit Waifu und ja, wir müssen jetzt auf zur Route 6, was hier links der Ausgang ist und ja, müssen uns zur nächsten Arena hier durchschlagen. Ne? Gut, machen wir das mal. Gucken wir mal, was hier so auf uns wartet. Ne? Ich will raus aus dieser Stadt mit diesem Level 37er Pokémon. Oh, ich sehe da jetzt irgendwie einen Berg oder so was auf der Karte gewesen. Also ja, gucken wir mal. Ich hoffe mir vielleicht ein neues Teammitglied, hoffentlich. Was ist das? Was war ein süßes Salanga? Sieh nur seine niedlichen, müden Äuglein an. Wir sind deine größten Fans, Salanga. Kannst dich auf uns verlassen. Wir sorgen dafür, dass du hier einen feinen Heier machen kannst. Will ich hier eben mal durch. Ich bin auch ganz leise, damit euer Pokémon nicht aufwacht. Aber ja, doch, bitte sehr. Hey, Daniro, komm, lass uns zusammen nach Passberg gehen. Nein, ich will allein gehen. Tag, ihr gehört zu Team Yell, stimmst du? Wir müssen auch mal hier kurz durch. Nichts, ihr seid Kinder und Kinder sind bekannt dafür, dass sie immer und überall Lärm machen. Außerdem habt ihr Schellenspender, das heißt doch, ihr seid Arena Challenger. Tja, Pech gehabt, Arena Challenger, lass mir erst recht nicht durch. Ihr weckt mit euren Getrampel am Ende noch unser kleines armes Salanga auf. Hm, na toll. Die nächste Etappe der Arena Challenge ist in Passberg. Das heißt, wir müssen hier unbedingt durch, Daniro. Da hilft nur warten. Aber irgendwas müssen wir doch tun. Oh. Oh, okay. Ich habe Little Tox an erster Stelle. Ne? Jo. Gut. Na gut. Dann kommen wir ja. Hopp. Hallo, geht's noch lauter? Wollt ihr so lange aufwecken oder was? Genau, das war, mag ich keine Kinder. Komm, schleuchen wir dick. Tun wir es für so lange. Diese Typen. Oh. Kämpfen doch nicht im Dorf. Boah, was soll denn das dann? Was ist hier auf einmal los? Warum ist hier so ein Nebel? Natürlich setzt so ein Pokémon ein, wenn ich keine Chance habe. Es ist sonnig. Müsste. Was war mit dem denn los gerade? Er hat gesehen, so auf der unteren Seite des Bildschirms. Offenlegung, das ist unnötig, ne? Ja. Oder auch nicht. Du bist. Nichts, was ich habe, ist irgendwie. Aber steht ja auch effektiv und sehr effektiv. Also, warte, ich mache den ja Zornklinge. Wenn der nächste Pokémon dann angreift, dann ist Zornklinge schon voll hoch geballert. Weil das wird ja stärker, je öfter man das einsetzt. Ne? Lauch kriegt echt keine Pause, habe ich so das Gefühl. So. Mein Gott, Musik. Offenlegung. Wir sagen, wir schneller als das nächste Pokémon, was gleich kommt. So. Du. Ich will eigentlich das nächste Pokémon auch noch erledigen, aber schaffe ich wahrscheinlich nicht. Ah. Nee. Geradax. Ich habe so ein Gefühl, ich bin nicht schnell genug gegen das Ding. Also ja, Igni, komm, sind schon auf Level 30. Ey. Lauch, kommt zurück, du. Cooler Augen. Okay, Doppelkick. In die Fresse, du bist auch normal, ne? Also, ach man. Na. Autsch. Oh. Dann machen wir schnell Ruckzuckieb. Ich weiß, du kannst mich auch Ruckzuckieb, also weg bist du. Ich muss wieder zum Pokémon Center rennen. Ja, zwei Pokémon vergibt es. Ihr Kinder seid selbst im Kampf ganz schön nervig. Ja, kann ich nur zurückwerfen. Die gehört dir, Daniro. Was?
Was soll das denn jetzt? Was hast du denn die ganze Zeit gemacht? Versucht gegen die zu kämpfen, hat keine Chance oder was? So, du bist nicht so stark, komm her. Warum lass mich wenigstens treffen mit Dingens? Mit Wangen Rubbler. Danke. So, was? Das hier wird paralysiert. Anscheinend nicht. Ja, will jetzt am liebsten auch einsetzen, aber geht ja nicht. Also komm her, Igni. Ich habe das Gefühl, ich will dich entwickeln. Wirst du jetzt entwickeln nach dem Kampf, ne? Damit wir wenigstens so ein, oh Gott, so ein Pokémon haben, der uns irgendwie hier so in der Not retten kann. Oh nee. Natürlich bist du. Oh. Okay, ja, Flora, würde ich sagen. Warte mal, sonnig. Die Synthese wird voll effektiv sein, ne? Aber ich jetzt nicht wirklich was hier. Zauberblatt. Zauberblatt. Ja, zwei Schläge, komm schon. Danke. Okay. Nee, das nichts. Nein, du kannst das nicht, also du kannst diesen Afro nicht erledigen. Natürlich triffst du fünfmal. Die RNG in diesem Spiel hat irgendwie was gegen mich, habe ich so ein Gefühl. Das kann doch nicht wahr sein. So. Das haben alle gelevelt außer Igni, weil ich nicht unbedingt leveln wollte in diesem Kampf. Das finde ich schon mal sehr gut. Mann, du bist ja eine Nervensäge. Was, wenn sie lange von diesem Lärm aufgewacht? Da bin ich gar kein Fan von. Komm, ziehen wir alleine. Tschüss. Was hast du jetzt eigentlich gemacht? Hopp. Danilo, du und Toxel, ihr seid echt ein Wahnsinnsteam. Ach man, ich kann es immer noch nicht fassen, dass Betty es mich so fertig gemacht hat. Ich meine, ich weiß ja, dass man nicht jeden Kampf gewinnen kann. Aber ich will einfach nicht aus dem Kopf, wie er am Ende da stand und sagte, dass ich eine Schande für meinen Bruder sei. Nämlich Alpha ein Schwächling halten, färbt das irgendwie auch auf meinen Bruder ab. Ich hoffe keinen Fall, dass Deleons Ruf nur wegen mir Kratzer bekommt. Er ist schließlich Deleon der Unschlagbare. Ich glaube, ich muss mir das alles nochmal durch den Kopf gehen lassen, Danilo. Bis später dann. Was? Hi. Tschüss. Alles klar. Du da, du bist der Trainer mit der Empfehlung von Deleon, nicht wahr? Entschuldigung, ich hatte was im Hals. Ich bin Papella, wenn du mehr über mich wissen willst, dann wirf einen Blick auf meine Liga-Karte. Kommt einfach so eine alte Lane, gib mir irgendwie eine Karte von ihr. Irgendwann musst du mir mal zeigen, wie stark du wirklich bist, Kindchen. Nicht heute, aber irgendwann. Tschüss. Okay. Was war das? Was ist gerade passiert? Ja, brauche ich überhaupt noch Gift nachkämpfen? Nee. Also Giftschaden nachkämpfen, da kommt gar kein Blut. Also hatte Schaden kriegst irgendwie, wenn du durch die Gegend läufst, gibt's gar nicht mehr. So, weiß dieses Schlangen-Pokémon, sah interessant aus. Vielleicht nehme ich dann in mein Team. Mal schauen. Keine Ahnung, ich finde irgendwie noch nicht, dass irgendein Teammitglied bei mir fest ist. Ich glaube, mein Starter ist fest, Lauch ist fest. Der Rest weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Galaux ist eigentlich voll stark, aber weiß ich nicht. Er sich so früh entwickelt, ist irgendwie schon die Luft raus, habe ich so das Gefühl. Genau wie mein Pflanzen-Pokémon, Komimi oder so. Bin ich auch nicht mehr so interessant. Ich dachte, da wird sich in was Besseres verwandeln, aber ist einfach nur so ein Ding mit so einem Afro. Hey, da ist ein Dick da, ein Dick drauf. Neben der 6 gewesen. Ja, und bei Toxel will ich nur sehen, was sich das entwickelt, weiß ich nicht. Also wenn ein besseres Pflanzen- oder Unlicht-Pokémon mir über den Weg läuft, dann
könnt ihr euch vielleicht schon mal denken, dass ich vielleicht was anderes nehme. Meine super süße Pokémon mit einem Pokémon spielen. Aber wie wär's, wenn ich mit dir spiele? Schönheit. Nein. Bibi. Oh, ich hab Gift. Es ist sonnig. Level 29, komm, das schaffst du. Sogar schneller. Warum musst du immer genau irgendwie die Hälfte abziehen und weniger als die Hälfte? Was? Also du hast gerade Sonntag eingesetzt mit Metronom. Weißt du, die einzige Attacke, die gerade echt gar nichts bringen würde, weil es schon sonnig ist. Ja. Gangwechsel. Was ist auch von diesen Klick-Klack-Pokémon, ne? Oh Gott, oh Gott. Ja, komm schon. Komm schon, ich würde gerne hier ohne Kratzer rausgehen. Fassade. Oh Gott, da könnte es gar stark sein. Ja. Pipi, ich glaube zur Hälfte normal ist. Oder ist das jetzt nur noch Fee? Ich komme aus der Generation, da war es noch normal. Das ist immer so die Sache, wenn ich irgendwie so Feen-Pokémon sehe, die früher nicht Fee waren, dann weiß ich nicht, bin ich immer, verstehe ich immer irgendwie noch nicht, wieso ich keinen Schaden mache oder so, nur weniger Schaden. Und dann fällt mir immer so ein, warte mal, die sind doch jetzt Fee. Ach. Ich habe so ein Gefühl, so gegen Fee habe ich irgendwie nichts. Ich meine Toxel, ja, aber Toxel ist voll schwach. Okay, solange du nur ein Metronom ansetzt, könnte ich noch eine Chance haben. Ruckzuck, ja, okay. Schlimmer sein können. So, und da ja Sonntag draußen ist, oh, Nitro-Ladung wird verstärkt. Ne? Feuertanken werden ja verstärkt. Auch die Hälfte. Ah. Das gibt's jetzt einfach nicht, ey. Wachstum, okay. Alles klar. Oh ja, Dreck. Steigt jetzt stark wegen Sonntag, genau. Na. Ah. Warum muss man halt immer genau die Hälfte abziehen und dann noch. So, Walzer, okay. Ja. Oh, der erste Walzer wird nicht so wehtun. So. Ruckzuck kippt. Aber ruckzuck jetzt. Melo entwickelt sich nicht nach diesem Kampf. Ja, jetzt kommt ein Folterwappen. Die ING verarscht mich doch hier. Weil ich dann, dass ich so ein riesiges Pech habe andauernd. So, Level 30, bitte entwickel dich. Deine Pokémon sind so stark, dass du dich bestimmt nirgends fürchten musst. Ja, sag grad meinen letzten Arena-Kampf. Oh, entwickelt sich echt auf Level 30. Hallo, der Tox entwickelt sich. Na komm, sei was Gutes. Boah, bitte sei voll stark. Okay. Glückwunsch, ein Little Tox hat sich zu einem Reflex entwickelt. Warte. Was ist das für ein krasses Teil? Elektrogif. Wenn es am Fortsatz an seiner Brust kratzt und dadurch Strom erzeugt, dann klingt in der Umgebung ein Ton wie von einer Gitarre. Cool. Funkensprung. Hast du Sandalen an? Nee. Okay. So, Funkensprung. So, ich würde ungern Wangenruppler entfernen, weil Wangenruppler ist eine garantierte Paralyse. Ist also Donnerwelle nur halt mit Schaden. So, machen wir das. Ja, das sieht cool aus. Aber die Frage ist, wie sind deine Werte? Punkrock erhöht die Stärke von eigenen Lärmattacken und halbiert den Schaden, den das Pokémon selbst durch Lärmattacken erleidet. Okay. Spezialangriff 83. Du hast nur physische Angriff 74. Alter, ist das Viech krass jetzt. Wahrscheinlich das stärkste Pokémon, was ich im Moment habe. Ich weiß genau, wie ich dich nenne. Aber das wartet jetzt erstmal. So, du hast dich nicht entwickelt zu. Kann ich irgendwie Item bewegen? Kann ich echt. Oh, ich kann jetzt sogar so cool. Statt Item bewegen, also cool. Mein super süßes Piep entwickelt sich, wenn ich
irgendeinen Stein benutze. Also du hast es entwickelt, aber hast keine Ahnung, wie du das gemacht hast. Wie geht denn das? Hey du, guck mal, ja, müssen. Du sahst nicht schon nicht immer so aus, ne? Es ist sonnig. Alter, 31. Ja, du wirst ja dadurch nicht kaputt kriegen, ne? So viel Glück habe ich nicht. Trickschutz, was ist das? Wenn von Trickschutz beschützt. Okay. Was? Ja, meine. Er hat die Fähigkeit mir getauscht. Kannst du es wagen? Hier. Ja. Oh. Diabla, ja, das wird es leider nicht so bringen. Und jetzt haben die wieder zurückgewechselt. Als Felsenfest eigentlich noch mal. Gar nicht mehr. Boah. Also immer während den Aufnahmen, ne? Dann schalte ich mich mal ein, Pokémon zu fangen, ne? Da bleibt einfach nicht drin. Ja, ich, okay, ich könnte Superbälle einsetzen und so, aber. Ey. Oh, ehrlich. So, ich würde dich gerne fangen, bevor mein Lauch hier kaputt geht. Dankeschön. Oh, bleib drin, ey. Ist mal ehrlich. Stück A. Oh mein Gott. Oh, und die Fähigkeit tauscht jetzt nicht mehr. Alles klar. So, bleib drin, Mann. Und deswegen fange ich on-screen keine Pokémon. Deswegen fange ich on-screen kein Pokémon. Jetzt sitze ich hier wieder 5 Minuten, um das blöde Ding zu fangen, ey, und komme hier gar nicht durch. Boah. So. Komm. Bleib jetzt drin, verdammt. Alter. Du bleibst jetzt verdammt nochmal in dem Ball drin, ey. Da war jetzt irgendein Geräusch. Was? Ah, leck mich doch hier weg. Boah, ey. Wahrscheinlich mich mal ein Pokémon jetzt umfangen. Leck mich doch. Jetzt sehe ich schon wieder zum Pokémon Center zurückrennen muss, ey. Ja, nicht mal ein neues Pokémon, ne? Ja, Pokémon. Ich sollte vielleicht mal heilen. Ja, deswegen verschwende ich nicht meine Zeit, Pokémon zu fangen, ey. Dauert wieder Ewigkeiten und ich krieg die sowieso nicht gefangen und ja. Dann sitze ich hier in einer halben Stunde, habe irgendwie gar nichts erreicht. Ach. Was ist dieses Schlange-Pokémon? Das sah interessant aus. Hier sieht es aus, als müssen wir erstmal kämpfen hier, ne? Ja, gut, kämpfen wir erstmal mit der Pokémon fang einfacher wert. Ich bin die Kampfstark, ich bin ein kampfstarkes Modell. Model, das ist, was mich ausmacht. Ein Modell bin ich. Modell Janet. Model, boah. Pion Scorer. Hey, warum kann ich nicht mal gegen Pokémon kämpfen, gegen die ich auch eine Chance habe? Hier komme ich dann an. Alles nicht effektiv. Wir bleiben das neutral. Ja, komm. Clown wird ja super. Der dauert den kaputt oder so. Alter, was ist das für ein Haufen, ja, von Schwächlingen, die ich in mein Team habe? Nichts kann er irgendwie irgendwas kaputt haben, habe ich so Gefühl. Ich, nee, macht das Ding platt. Käferbiss, ja, wird es leider nicht so bringen. Und hat auch ganz schön Schaden gemacht, dafür hat das effektiv ist. So. Aber jetzt meine ganzen Trainer ja platt, habe ich so Gefühl. Ne? So
uns hier einfacher zu machen. Ja, die Hand dreh. Na du. So nicht Stahl, hier komm her. Stahlkampf oder so. So, aber gut. Selbst wenn ich verliere, was macht das aus? Was mich ausmacht? Meine Pokémon sind und bleiben toll. Geld. Also nicht die Friseurin hier. Wenn ich eben tolle Pokémon stehe, sollte das eigentlich mein Vorzug hervorheben. Steinknochen. Okay. Hi. Pokémon-Kämpfe sind Kunst, wenn man mit ganzer Kraft gegeneinander antritt. Okay, jetzt haben wir doch Stein-Pokémon. Künstler Marvin, guck mal an, wie böse der schaut, ey. Smogon, dagegen habe ich schon wieder keine Chance. Ein ganz seltsamer Pokémon ein, gegen die ich effektiv bin. Reaktionsgas. Hey. Igni, macht das Ding platt. Jetzt noch mal Stein Pokémon ein oder weiß ich nicht, Stahl Finale, du dreckiger. Au. Oh. Ja, okay, wollte schon sagen, voll AP, das wird schon nicht kaputt hauen. Oh, bitte entwickle ich auf Level 30. Abschlag ist ja nicht Kampf, nee, und Licht. Ja, vielleicht wohl umkreis dabei Schaden zu, so als für Teamkämpfe dann. Ja, mehr Schaden gegen Ziel, die ein Item bei sich tragen. Ja, komm, irgendwie. Warum nicht? Zweifelsfrei, dass ich sehr viel Gebrauch von diesem Effekt haben kann, aber was soll's. Mogelbaum. Steht absolut still. Sehr cool. Und zieht wieder genau nur die Hälfte ab, ne? Nee, gut. Aber ein Volltreffer, okay, doch nicht. Ja. Oh ja, Stein. Ich vergaß. Au. Schon wieder ist Igni platt. Ich soll ich doch erstmal ein paar Pokémon fangen, ne? Die Pokémon werden ja ganz schön stark, habe ich so Gefühl. So. Was geht? Na, zertrümmere. Ich zertrümmere diesen Baum. Ganz nebenbei, du brauchst eine bessere Kampfattacke. Der Trümmer ist voll schwach. Aber ja, bin überrascht. Alter! Boah! Ey! Du! Ah. Ja, so ein Pokémon zurück. Zum Pokémon Center zurückrennen, ne? Künstler Marvin wurde besiegt. Die Attacken waren wunderschön. Ach, sie haben mich völlig verzaubert. Allerdings war so ein Campingplatz. Ne? Im Grunde genommen sind Pokémon-Kämpfe Kunstwerke, die gemeinsam von Pokémon und ihren Trainer erschaffen werden. So. Okay, da oben sehe ich schon was. Eine Stadt oder so. Und da sieht man so Dickdrehs. Okay. Dann komme ich da zum... Da muss ich, glaube ich, da muss ich genau hier durch, ne? Beleber. Bin ich so, als würde mir das Geld ausgeben. Ich krieg voll viel Geld. Jeden Kampf wegen Glücksrauch und so. Also ja. Ah, Little Tox. Ups, ich habe ich nicht gesehen. Ah. Makabaya wild erscheint. Es geht los, Lauch, du schaffst das. Da wird es eigentlich wieder gut. 1:30 jetzt mindestens. So, komm. So, mal Ganze noch mal. Würde. Na, warte mal, kann ich dich auf Rot kriegen? Versuchen wir mal. Oh, nicht sehr effektiv. Ja, okay, das ist gut. Jetzt ruhig ein ganz klein bisschen mehr abziehen können. Ja, versuchen wir das Ganze noch mal. Okay, zum Glück muss ich mir halt nicht die ganze Zeit jetzt hier mal antun, ne? Scheint jetzt nur einmal irgendwie zu funktionieren.
So, rote. Na. Oh. Boah. So, du gehst jetzt in den Pokéball rein, sonst weiß ich meinen Controller auf dich. Junge. Boah. Warum ist das Ding so schwer zu fangen? Ich weiß, ich setze einen Pokéball ein, aber trotzdem, das sollte jetzt nicht so ein Problem sein. Die Fangrate, das Level hat jetzt nicht so einen großen Einfluss darauf, ob man Pokémon fangen kann. Ja, irgendwie die eigene Fangrate von jedem Viech. So, bleib drinne. Danke. Oh mein Gott. Bonk. 33, gut. Boden und Geist. Eine Tonfrage, auf den ein Fluch eingesetzt wurde, hat Besitz von den Makabaya ergriffen. Man sagt, es ziehe eine Kraft aus dem Groll anderer. Ich mich gar nicht mehr erinnern, konnte sich das Ding entwickeln. Ja, ne. Hi. Ich bin weit angereist, um mir die Arena Challenge live anzugucken. Wo du gerade hier bist, könnte ich mir mal eine Arena Challenge aus der Nähe ansehen und ihn fertig machen. Backpackerin Jenna. Warum nicht Camperin? Karadonis. Hier kommt einfach nichts. Irgendwas Lauch irgendwie effektiv. Soll ich so gefühlt. So. Du. Du bist der Einzige, der irgendwie resistent ist. Zeig, was du drauf hast. Wie du kriegst jetzt auf die Fresse. Okay, zeig mal. Funkensprung ein. Ja, das Kampf, bisschen Gift, hat trotzdem voll Schaden gemacht. So, hau den weg. Den gibt's jetzt einfach nicht. Ey. Au. Schon wieder in der Initiative gesunken. Ja, das ist wieder nicht gut. Flora oder Igni. Flora. 31. Muss ich mal was tun. Kann ich angreifen, super. So, komm, hau das Ding weg. Sehr gut. Warum ist dieser Campingplatz? Da kann man ja mal kurz. Zelt meine ich, da können wir mal kurz unser Pokémon hochheilen. Ne? 1046. Ich war noch nie so dicht dran am Geschehen. Die Arena Challenge folgt strengen Regeln. Wenn ich gewinne, kommt auch nicht weiter. Da reisen wir lieber weiter ziellos durch die Welt und freuen uns des Lebens. Wenn du das sagst. Dann sind die beiden, sollen wir die auch noch fertig machen, versuchen. Wir haben beide glitzernde Bälle. Hm. Ach, unsere Tränke gehen uns auch langsam aus. So, und hoffentlich habt ihr nicht so eine krasse Kombination. Zeit für eine ärztliche Untersuchung. Pokémon besser verstehen zu lernen, ist es auch richtig, Kämpfe auszutragen. Wenn er mich nach einem Kampf heilen würde, das wäre perfekt. Der Arzt. Mediziner Gabriela und Edward vorne nicht heraus. So, hab ich nicht gelesen. So, okay. Gut, das ist nicht so eine schlechte Kombi. Und Togetic, das könnte. Oh Gott, Flug. Mach mal den, ja. Ich habe so geführt, Ding kann bestimmt. Was, Flora ist die schnellste von allen? Was? Hat gedacht, glaube ich irgendwie nicht. Togetic kann bestimmt Luftschnitt oder irgendwie sowas. Ne, pass auf. Jawohl. Aber gut, Lauch. Feenbrise, oh Gott. Oder Spezial, oder? Ja, komm.
So. Jetzt Normalflug oder bist du jetzt auf Fee oder irgendwie sowas? Ich weiß das jetzt nicht. Die Einführung von Fee und irgendwie die Änderung von einigen Typen wie Pipi und so hat das irgendwie viel komplizierter gemacht. Ja, du bist wahrscheinlich Fee und Flug jetzt, ne? Irgendwie sowas. Das heißt, das wird nichts abziehen. So, ich kann mal Lauch hoch in diesen Zug mit Floras Zug. Bitte gehe ich jetzt die ganze Zeit auf ihn los. Ich hoffe, die Weiterentwicklung macht das Ding stärker. Ey. So, viel stärker. Dem Rede. Geh auf. Boah. Alter. Oh, ein Volltreffer, ja, ist klar. Ey. Oh. So, komm. Eure geballte Kraft müsste das Ding erledigen. Gut. Oshido. Shine. Wird echt wie so ein schonen Protagonist irgendwie. So Gefühl. Mich interessiert brennend, wie die Stärke von Trainer Pokémon eigentlich ausmacht. Was die Stärke ausmacht. Boah, mein Pokémon verletzt werden, mache ich mir nicht so viel Sorgen. Wenn meine Pokémon verletzt werden, mache ich mir nicht so viel Sorgen. Das war eine Menge Geld. Heilt mich. Ein starker Trainer versteht sein Pokémon besser als jeder andere auf der Welt. So viel steht fest. Und eigentlich war es besser, wenn es auf der Welt keine Ärzte für Ärzte gibt. Arbeit für Ärzte gibt. Dieses Kaktus-Pokémon. Kaktusse. Das heißt Kakteen. Ich meine auch dich. Sollen wir dich noch mitnehmen? Komm. Ich bin in Ausrufezeichen reingelaufen oder auch nicht. Eine Iguana. Ich glaube, ich sollte mir langsam mal anfangen hier so angewöhnen, ein paar Pokémon zu fangen, einfach nur um zu leveln. 31, ehrlich? Ne, 33. Ich hasse dich. Junge. Du bist Elektro, ne? Komm, Igni. 33. Ich treffe ein welches Pokémon hat genau den gleichen Level ist mein stärkstes Pokémon im Team. Na, pff, na, pff. Ey, die RNG in diesem Spiel, die verarscht mich echt. Hab ich so gefühlt. Kann doch nicht wahr sein, dass ich so ein Pech habe in diesem Spiel. Ach. Wo bist du, ein Dick da? Ich würde mal gern sehen. Wahrscheinlich ist dieses Ausrufezeichen irgendwie diese Schlange, ne? Pass auf. So. Dann mal hier. Was ist das da oben? Paddelfossil. Wird zum Lebenszeit aus, ist ein Rätsel. Okay, warum bekomme ich denn zwei? Sollen wir die gleichen vor allem. Schaufler, hey, das könnten wir da hoffentlich jemanden beibringen, hoffentlich. Also nützliche Attacke sein. Was geht? Von vielen Spielen beim Poké-Camp können Pokémon ganz schön hungrig werden. Sie freuen sich dann riesig, wenn du mit ihnen gemeinsam Curry kochst. Also, was meinst du? Hast du Lust, mein Poké-Camp mit mir zu kochen? Von Niki? Ja. Muss meine Pokémon hochheilen, das ist das Problem. Mal durch mal die Pokémon hier an. Guten Tag, Eisenherz hat das Wesen Solo. Ist das nicht toll? Klar, wenn du das sagst. Guten Tag, Stahlbein hat das Wesen Pfiffig, ist das nicht toll? Ihr habt... Dann ist auch noch einer. Gib mal alle da weg. Gib mal alle da weg. Wutsch. Ja, okay. Wie langsam sich Flora umdreht. So, was? Ich will kochen. Komm. Möchtest du mit Niki kochen? Jetzt wird gekocht. Oh nein, der Danero kocht. Haltet euch fest. Was brutzeln wir denn hier? Ich nehme mal, weiß nicht, von jeder Beere mal eine Sache hier rein. Weiß nicht. Mit so ein Überraschungseintopf. So.
Ja, meinetwegen. Nur zwei Sinnelbären. So. Was machst du da, Danilo? Ich habe keine Ahnung. Okay, jetzt sind die ganzen anderen Trainer da und jetzt komme ich. So. Und was auch immer das war. Weißt du, alle so einem normalen Tempo und dann komme ich hier. Je größer die Flamme, desto besser, oder? Und jetzt umrühren, 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 umrühren. Oh, wie viel Dampf da raussteigt. Ich hau so alle irgendwie mit der Kelle irgendwie um. So aus dem Weg, ich koche jetzt. Und jetzt. Ich weiß übrigens nicht, wann man das reinwerfen muss. Wenn das im Kreis ist, wenn das diesen gelben Kreis hat, ich weiß es nicht. Guten Appetit. Scharfes Frittiercurry. Alles klar. Alter, wie schnell hau ich mir da rein? Güterklasse Patinora. Was für ein Ding? Patinaraja? LKW, dein Team haben sehr viele Erfahrungspunkte erhalten. Ja. Mit Mario Meister meint, ich bin zu schnell. So, wir, ihr seid nicht alle hochgeil, weil sonst habe ich das mehr oder weniger umsonst gemacht. Oh, danke, Gott sei Dank. Gut, dann würde ich sagen, ich beende mal hier. In der nächsten Folge gucken wir weiter, was hier so abgeht. Da hinten sehe ich schon die nächste Stadt. Okay. Gut, und ja. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.